Wir am Montag, den 24.10.2016. Es ist 3.54 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal BarnerTV hat 204 Abonnenten und 28.500 noch was Klicks, ja. Heute geht's wieder um Tipico und zwar um den zweiten, um die zweite DFB-Pokalrunde, ja. Kurz vorweg, ja, ich weiß, gerade ist ein bisschen Pechsträhne und so und die Ergebnisse kommen nicht und so und, aber ey, ich mache die Sendung nur, um euch zu sagen, was ich tippe, ja. Ob ihr das auch tippt, ist eure Sache, ja. Und weiterhin habe ich doch gesagt, so Hoffenheim zerstört Leverkusen und so. Was kann ich dafür, wenn Wolfsburg rote Karte kriegt und Dortmund sich einfach nicht anstrengt, wenn die an alles denken beim Spiel, außer an Fußballspielen, ja? Kann ich auch nichts machen, ja? Ansonsten zeig mir mal einen Tipp, bitte, ja, von mir, der nicht vernünftig war, den man so hätte tippen können, ja? Also erzählt mir nicht so, ja, von wegen. Kein Fußball-Sachverstand, ja? Das ist ja immer gar nicht der Fall, ja? Also, in diesem Sinne, ja, Leute. Glaubt es mir, ich mach weiter, ja, egal ob die Ergebnisse kommen oder nicht, weil einmal kommen die und dann werde ich mich freuen, ja, und wenn ihr wollt, freut ihr euch mit mir oder nicht, ist eure Sache, ja, aber kommen wir mal zum Tippen jetzt, ja. Wie immer gibt's einen relativ sicheren Tipp, ja, DFB-Pokal, ja, meistens Favoriten gegen schwächere Gegner, ja, es gibt zwar immer Überraschungen, aber trotzdem, ja, 5 Euro Einsatz und diesmal könnt ihr mit 5 Euro Einsatz 104 Euro rausholen, ja, und zwar ihr tippt SF Lotte gegen Bayer Leverkusen, ja. Bayer Leverkusen ist so unkonstant diese Saison, aber wenn die das Spiel nicht gewinnen sollten, ey, dann ist Leverkusen für mich gestorben, ja, ohne Witz, ja. Gladbach gegen Stuttgart. Stuttgart ist gar nicht mal so schlecht in der zweiten Liga, aber hier, Gladbach zu Hause ist eine Macht, ja, das machen die. Also auf Gladbach. Eintracht Ingolstadt, natürlich auf Eintracht, ja. St. Pauli Hertha. Bei St. Pauli läuft gar nicht und Hertha, ist, ja, die, bei denen läuft anscheinend, ja, also natürlich auf Hertha. Nürnberg Schalke. Schalke hat die Kurve gekriegt, bei denen fängt jetzt an zu laufen, ja, Nürnberg läuft nicht so krass wie letzte Saison, natürlich auf Schalke, ja, Bayern-Augsburg, Bayern und Dortmund, wenn Dortmund sich jetzt das Spiel verkackt hat, dann sind die auch für mich, dann war es das mit Dortmund, ja, natürlich auf Dortmund, ja, so macht ihr mit 5 Euro Einsatz 104 Euro, ja, und dazu gibt es einen kleinen Risikotipp, mit dem ihr mit einem Euro 107 Euro rausholen könnt, ja, und der ist gar nicht so verschieden wie der erste Tipp, aber halt krasses Risiko, und zwar spielen wir Lotte Leverkusen, Handicap auf Leverkusen, das heißt, die gewinnen mit 2 Toren Abstand. Eintracht Ingolstadt auf Eintracht, St. Pauli Hertha, ja, Handicap auf Hertha, lass die mit 2 Toren Abstand gewinnen. Bisevic macht da schön 2 Dinger rein, ja. Nürnberg Schalke, die gewinnen auch mit 2 Toren Abstand, ja. Bayern Augsburg auch 2 Tore Abstand und Dortmund auch 2 Tore Abstand, ja. Und dazu noch Leonessa gegen Real Madrid, die haben auch Pokal, ja, auf Real Madrid. So macht ihr mit einem Euro Einsatz 107 Euro, ja, liebe Leute, ich hoffe, diesmal kommt der Tipp, ja, ich hoffe, ihr macht alle ein bisschen Geld dadurch, ja, und wenn nicht, ist es euer eigenes Risiko, ja, macht es oder macht es nicht, ist euch überlassen, ich hab's gerade gemacht, ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen viel Erfolg beim Tippen und wir sehen uns hundertprozentig, egal ob die Tipps kommen oder nicht, beim nächsten Bundesliga-Spieltag, macht es gut, liebe Leute.